Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da yine çok kullanılan fiillerden begegnen, sich freuen, begleiten, danken, drücken fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz begegnen. Karşılaşmak, rastlamak anlamına geliyor. Präsens, ich begegne. Ben karşılaşıyorum. Ich begegne. Ich begegne. Präteritum, ich begegnete. Ben karşılaşıyordum, karşılaştım. Ich begegnete. Ich begegnete. Perfekt. Ich bin begegnet. Ben karşılaştım. Ich bin begegnet. Ich bin begegnet. Tekrar edelim. Ich begegne. Ich begegne. Ich begegnete. Ich begegnete. Ich bin begegnet. Ich bin begegnet. Futur 1. Ich werde begegnen. Ben karşılaşacağım. Ich werde begegnen. Ich werde begegnen. Futur 2. Ich werde begegnet sein. Ben karşılaşmış olacağım. Ich werde begegnet sein. Ich werde begegnet sein. Plusquamperfekt. Ich war begegnet. Ben karşılaşmıştım. Ich war begegnet. Ich war begegnet. Tekrar edelim. Ich werde begegnen. Ich werde begegnen. Ich werde begegnet sein. Ich werde begegnet sein. Ich war begegnet. Ich war begegnet. Örnek cümlemize geçelim. Ich begegnete letzte Woche nach vielen Jahren am Bahnhof einer ehemaligen Kollegin. Geçen hafta uzun yıllar sonra tren istasyonunda eski bir meslektaşıma rastladım. Tekrar edelim. Ich begegnete letzte Woche nach vielen Jahren am Bahnhof einer ehemaligen Kollegin. Ich begegnete letzte Woche nach vielen Jahren am Bahnhof einer ehemaligen Kollegin. Diğer fiilimiz sich freuen, sevinmek anlamına geliyor. Sich
Freuen reflexiv bir fiildir. Präsens, ich freue mich. Ben seviniyorum. Ich freue mich. Ich freue mich. Präteritum, ich freute mich. Ben seviniyordum, sevindim. Ich freute mich. Ich freute mich. Perfekt, ich habe mich gefreut. Ben sevindim. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut. Tekrar edelim. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freute mich. Ich freute mich. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut. Futur bir, ich werde mich freuen. Ben sevineceğim. Ich werde mich freuen. Ich werde mich freuen. Futur iki, ich werde mich gefreut haben. Ben sevinmiş olacağım. Ich werde mich gefreut haben. Ich werde mich gefreut haben. Plusquamperfekt, ich hatte mich gefreut. Ben sevinmiştim. Ich hatte mich gefreut. Ich hatte mich gefreut. Tekrar edelim. Ich werde mich freuen. Ich werde mich freuen. Ich werde mich gefreut haben. Ich werde mich gefreut haben. Ich hatte mich gefreut. Ich hatte mich gefreut. Örnek cümlemize geçelim. Sie freut sich sehr, dass sie mit ihrem Mann über das Wochenende verreisen wird. Kocasıyla birlikte hafta sonu seyahate çıkacağı için çok seviniyor. Tekrar edelim. Sie freut sich sehr, dass sie mit ihrem Mann über das Wochenende verreisen wird. Sie freut sich sehr, dass sie mit ihrem Mann über das Wochenende verreisen wird. Diğer fiilimiz begleiten. Birine eşlik etmek, birini uğurlamak anlamına geliyor. Präsenz, ich begleite. Ben eşlik ediyorum. Ich begleite. Ich begleite. Präteritum, ich begleitete. Ben eşlik ediyordum, eşlik ettim. Ich begleitete. Ich begleitete. Perfekt, ich habe begleitet. Ben eşlik ettim. Ich habe begleitet. Ich habe begleitet. Tekrar edelim. Ich begleite. Ich begleite. Ich begleitete. Ich begleitete. Ich habe begleitet. Ich habe begleitet. Futur bir, ich werde begleiten. Ben eşlik edeceğim. Ich werde begleiten. Ich werde begleiten. Futur iki, ich werde begleitet haben. Ben eşlik etmiş olacağım. Ich werde begleitet haben. Ich werde begleitet haben. Plusquamperfekt, ich hatte begleitet. Ben eşlik etmiştim. Ich hatte begleitet. Ich hatte begleitet. Tekrar edelim. Ich werde begleiten. Ich werde begleiten. Ich werde begleitet haben. Ich
werde begleitet haben. Ich hatte begleitet. Ich hatte begleitet. Örnek cümlemiz: Die Mutter begleitet ihr Kind zur Schule. Anne çocuğuna okula kadar eşlik ediyor. Tekrar edelim. Die Mutter begleitet ihr Kind zur Schule. Die Mutter begleitet ihr Kind zur Schule. Diğer bir örnek cümlemiz: Wir werden dich bis zum Flughafen begleiten. Sana havaalanına kadar eşlik edeceğiz. Tekrar edelim. Wir werden dich bis zum Flughafen begleiten. Wir werden dich bis zum Flughafen begleiten. Diğer fiilimiz danken, teşekkür etmek anlamına geliyor. Präsens, ich danke. Ben teşekkür ediyorum. Ich danke. Ich danke. Präteritum, ich dankte. Ben teşekkür ediyordum, teşekkür ettim. Ich dankte. Ich dankte. Perfekt, ich habe gedankt. Ben teşekkür ettim. Ich habe gedankt. Ich habe gedankt. Tekrar edelim. Ich danke. Ich danke. Ich dankte. Ich dankte. Ich habe gedankt. Ich habe gedankt. Futur bir, ich werde danken. Ben teşekkür edeceğim. Ich werde danken. Ich werde danken. Futur iki, ich werde gedankt haben. Ben teşekkür etmiş olacağım. Ich werde gedankt haben. Ich werde gedankt haben. Plusquamperfekt, ich hatte gedankt. Ben teşekkür etmiştim. Ich hatte gedankt. Ich hatte gedankt. Tekrar edelim. Ich werde danken. Ich werde danken. Ich werde gedankt haben. Ich werde gedankt haben. Ich hatte gedankt. Ich hatte gedankt. Örnek cümlemize geçelim. Ich danke euch allen, dass ihr mich nicht alleine gelassen habt. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar edelim. Ich danke euch allen, dass ihr mich nicht alleine gelassen habt. Ich danke euch allen, dass ihr mich nicht alleine gelassen habt. Diğer fiilimiz drücken, bastırmak, sıkmak, sıkıştırmak, aynı zamanda da sarılmak anlamına geliyor. Präsens, ich drücke, ben bastırıyorum. Ich drücke, ich drücke. Präteritum, ich drückte, ben bastırıyordum, bastırdım. Ich drückte. Ich drückte. Perfekt. Ich habe gedrückt. Ben bastırdım. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Tekrar edelim. Ich drücke. Ich drücke. Ich drückte. Ich drückte. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Futur bir, ich
werde drücken. Ben bastıracağım. Ich werde drücken. Ich werde drücken. Futur 2. Ich werde gedrückt haben. Ben bastırmış olacağım. Ich werde gedrückt haben. Ich werde gedrückt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gedrückt. Ben bastırmıştım. Ich hatte gedrückt. Ich hatte gedrückt. Tekrar edelim. Ich werde drücken. Ich werde drücken. Ich werde gedrückt haben. Ich werde gedrückt haben. Ich hatte gedrückt. Ich hatte gedrückt. Örnek cümlemize geçelim. Du musst vorsichtig auf das Gaspedal drücken. Dann wird sich der Wagen bewegen. Gaz pedalına dikkatlice basman gerekir. Sonra araba hareket edecektir. Tekrar edelim. Du musst vorsichtig auf das Gaspedal drücken. Dann wird sich der Wagen bewegen. Du musst vorsichtig auf das Gaspedal drücken. Dann wird sich der Wagen bewegen. Diğer bir örnek cümlemiz, sie drückte ihn ganz fest. Ona sımsıkı sarıldı. Tekrar edelim, sie drückte ihn ganz fest. Sie drückte ihn ganz fest. Bu dersimizde begegnen, sich freuen, begleiten, danken, drücken fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.